Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pack to Glory mit und von Salon of Seven Games. Keine Angst, wir öffnen die Packs, das wird ein Pack-Opening, aber es ist im Rahmen unserer Pack to Glory. Von daher werden wir das Video sozusagen dort mit einbinden, machen das wie gesagt im Rahmen unserer Pack to Glory. Das ist unsere Mannschaft, zu kurzer Erklärung, das ist eine Serie bei mir, die wir gerade eben gestartet haben, wo wir Packs ziehen mit Münzen, die wir erspielen oder halt mit Rewards, die wir bekommen. Und aus jedem Pack dürfen wir uns einen Spieler auswählen. So sieht aktuell das Team aus. Also ist noch eine Menge Verbesserungspotenzial. Von daher ist es gut, dass wir jetzt hier einige Packs haben, die wir öffnen werden. Und ja, ich würde sagen, wir holen erstmal die Belohnung ab und schauen dann mal, was drin ist. Letztes Wochenende haben wir Gold 2 erreicht. Habe dann die letzten 5 Spiele freiwillig verloren, um anderen was Gutes zu tun. Und Gold 1 haben wir auch in den Monatsbelohnungen geschafft. Gold 1 für Champions Set, das sind 5 rote Karten, also 5 Informkarten des letzten Monats und ein schönes Trikot haben wir hier bekommen. Leider kann man das halt nur nicht tragen, weil jeder rausgehen würde. Und wie gesagt, Gold 2 hier in der Weekend League und ja, ein seltenes Goldset, 2 seltene Megasets, das heißt insgesamt 4 Packs, die wir hier haben. Plus 45.000 Münzen, die darf man nicht vergessen, denn damit werden wir natürlich auch Packs öffnen. Und ja, das Trikot packen wir erstmal in den Verein und gehen dann jetzt mal hier in den Shop und schauen, dass wir direkt sogar 5 Packs haben, denn wir haben hier noch ein 2-Spieler-Set. Das öffnen wir direkt. Schauen wir mal, was hier drin haben. Vielleicht haben wir ja hier schon Pack-Luck. Aber ein goldener Seltener, das ist sehr schön. Wer wird es sein? Stürmer von Southampton, Gabbiadini, sehr nice. Wir brauchen sowieso Stürmer für unsere Mannschaft. Von daher passt er ganz gut rein. Dann haben wir noch Martin, auch noch den brauchen wir nicht. Das heißt, wir nehmen Gabbiadini in die Mannschaft. Und zwar hier, wir haben Peter hier von den ZDMs, da kann einer weg. Und das heißt, wie gesagt, einen können wir in die Mannschaft nehmen, der Rest kommt dann zwar in den Verein, wird nicht verkauft, aber können wir halt für unsere Pack to Glory Mannschaft nicht benutzen. So, seltenes Goldset, 2 seltene Megasets. Ich würde sagen, wir springen einfach hin und her. Springen wir hin und her? Ja, komm, wir springen hin und her. Öffnen jetzt das seltene Megaset. Also Wände sind da schon fast Pflicht. Ja, Wände sind da. Vielleicht Informspieler? Nein. Vielleicht mal ein Walkout. Cater. Hätte ja auch mal was Gutes sein können. So, jetzt heißt es natürlich, wir müssen schauen, welchen Spieler wir für unsere Mannschaft nehmen. Sieht ja alles nicht so berauschend aus. Ein Torwart könnten wir gut gebrauchen, aber nicht diesen Torwart. RM auch nicht so geil. Gucken, ob wir Doppelter hier hinten haben an Spielern. Ja, dann haben wir noch 4 Stück. Gaetan sieht von den Stats ja nicht schlecht aus. Aber ich glaube, wir nehmen Cillessen. Ich glaube, wir brauchen mal einen goldenen Torwart. Da gehen wir lieber jetzt auf Nummer sicher und nehmen den Cillessen mit. Der kommt in die aktive Mannschaft. Okay, wir müssen uns merken, Cillessen kommt noch gleich in die aktive Mannschaft, weil der andere ist untauschbar. Packen wir natürlich den hier auf die Transferliste und dann holen wir uns den Untauschbaren in die Mannschaft. Und den Rest stellen wir auf die Transferliste, denn dafür bekommen wir wieder Coins und dafür kaufen wir wieder Packs. Also wie ihr seht, wir haben jetzt schon 90.000 Münzen. Es wird eine Menge an Münzen für Packs ausgegeben. Ob das klug ist? Wahrscheinlich nicht, aber es macht Spaß. So, ich räume das kurz auf und dann sehen wir uns gleich im nächsten Pack. Weiter geht's mit dem zweiten Set. Jetzt öffnen wir das seltene Goldset und danach das seltene Megaset. Und dann werden wir wahrscheinlich für ein paar Münzen auch noch ein paar Packs öffnen. Und ja, legen wir los. Schauen wir mal, ob wir Packluck haben. Puh, schaffen wir Back-to-Back-Wände? Nein, natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert, wenn wir das hinbekommen. Es ist MS von LA Galaxy Dos Santos. Ah, eigentlich schon als Stürmer nicht schlecht, muss man ehrlich sagen. Das ist nicht schlecht als Stürmer. Wen haben wir hier noch? Vitinho und Welton. 883. Ja, komm, wir nehmen Dos Santos auf jeden Fall als Stürmer mit.
Unsere Benny kommt dafür weg. War auch gerade ein schlechtes Spiel. So, das letzte Pack, der normalen Pack sozusagen. Und danach kommt das Monatsbelohnungspack. Seltene Megaset. Das eben hatten wir schon ein bisschen Packlack mit Wänden. Jetzt will ich Wände mit was drin, liebe Freunde. Come on, Packlack. Haut aus, Junge. Komm, haut aus, leuchte. Es leuchtet nicht. Oh, nicht mal Wände, nicht mal Wände. Oh, das waren jetzt wirklich mal. Das war jetzt das erste Mal, dass wirklich schlechte Rewards waren. Also wirklich keiner, der irgendwie mal 10k wert ist oder so. Semedo haben wir. Ist der was wert? Nein, auch nix. Nee. Das war auf jeden Fall Mist, was wir jetzt gezogen haben. So, schauen wir nochmal hinten, ob da noch irgendwelche doppelten Spieler sind. King. Gradel. Brown, okay. So, wir müssen nämlich einen Spieler wieder auswählen. Semedo sieht natürlich überragend aus. Aber nehmen wir ihn auch, das ist halt die Frage. Astori könnte auch reinpassen, da wir schon Innenverteidiger und Linksverteidiger aus der italienischen Liga haben. Aber da wir ja Sillessen haben, können wir hoffen, dass wir vielleicht in einem weiteren Pack noch einen spanischen Innenverteidiger bekommen, also aus der spanischen Liga, und eine Verbindung mit Semedo. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach mal Semedo mit. Gehen wir mal diesen Weg hier und nehmen Semedo mit. So, liebe Freunde. Die Monatsbelohnungen. 5 Stück. Wir haben Gold 1 erreicht. Locker Gold 1 erreicht. Mit ein bisschen mehr Glück im Spiel und vielleicht noch in der ersten Woche, wenn wir die restlichen 10 gespielt hätten, hätten wir vielleicht sogar Elite 3 geschafft. Das wären sogar 12 gewesen. Aber daran habe ich in der ersten Woche nicht gedacht. Und ja, jetzt ärgere ich mich ein wenig drüber. Aber wir haben jetzt 5 Stück. Wir können Eriksen ziehen, wir können Jesus ziehen. Wir können De Gea ziehen. Wir können De Bruyne ziehen. Mal schauen, was wir ziehen werden. Packlack. In 3. In 2. Auch hier wird es so sein, dass wir nur einen Spieler von unserem Team auswählen. In 1. Und los. Batsu 83er Batsuai. Ihr fragt, was ich gemacht habe. Hier ist das Mikro. Ich wollte nur mal erwähnen, das ist Batsuai. In Belgier, kein De Bruyne. Es ist Batsuai. Ah, 5 Stück und der beste ist ein 83er. Das heißt, nicht mal ein Gabriel Jesus wird dabei sein. Karte ist gut, ohne Frage. Das ist eine relativ gute Karte für einen Stürmer, aber bei 5 Infam-Spieler habe ich doch schon mal gehofft, dass jedenfalls einer vielleicht 85 oder höher sein wird. Ach, schauen wir, was wir noch haben. Luis Gustavo, Luis Alberto, Elio Nussi und Ginter. Ja, die Freude hält sich in Grenzen, liebe Freunde. Die Freude hält sich in Grenzen. Luis Gustavo, den haben wir schon. Den haben wir als Untrade-Able. Also, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, wir haben einmal die Inform Untrade-Able und einmal hier die rote Karte Untrade-Able. Das ist nicht so schön. So, und von dem Rest, Luis Alberto, kannst du nicht gebrauchen. Ist auch eine schreckliche Karte mit 68 Tempo. Elio Nussi sieht ganz in Ordnung aus, aber einen Basel kannst du auch nicht gebrauchen. Ginter ist noch relativ okay, aber das Tempo ist grauenhaft. Jetzt ist die Frage, nehmen wir Batshuayi oder Ginter? Batshuayi könnten wir in den Sturm tun. Ginter könnten wir in die Abwehr tun. Würde natürlich nicht passen mit dem Rechtsverteidiger und Torwart. Aber ich könnte einen guten Link zu Lothar Matthäus machen. Denn es ist ja eine Lothar Matthäus, Back to Glory, der spielt immer. Der ist fest.
Aber ich glaube, ich werde auf Batsuai gehen. Einfach aus dem Grunde, weil ich den auch so geil finde und gerne mit ihm spielen würde. Und ja, deswegen herzlichen Glückwunsch Batsuai. Du hast es geschafft. Du bist im Team. Jetzt haben wir 3 Stürmer insgesamt geholt. Aha, können wir im Prinzip einen wieder rausschmeißen. Obwohl, wir haben ja hier auch noch einige. Dann haue ich Chitian hier raus. Chitian geht und dafür kommt Batsuai. Ja, und die anderen Spieler kommen in den Verein. Und dort werden sie längere Zeit bleiben. Aber es geht natürlich weiter. Wir haben noch natürlich Münzen und wir öffnen jetzt auch noch 5 weitere Premium Gold Sets und hoffen, dass wir so noch ein paar bisschen Päckler haben. Das heißt, 5 weitere Spieler kommen noch ins Team. Und ja, das schauen wir uns jetzt an. Die Belohnungen waren Mist. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen Geld in die Hand nehmen und einfach mal ein paar Premium Gold Sets öffnen. Und vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Luck. Okay, hier schon mal nichts drin, aber immerhin ein seltener. Stürmer, Shane Long. Also wir müssten nicht alle Spieler mitnehmen, aber wir können uns natürlich einen aussuchen oder wir sagen einfach, wir nehmen keinen mit. Münzen sind immer gut. Also wir haben hier Alvaro. Wir nehmen auf jeden Fall Alvaro, der sieht super aus von den Stats und passt einfach auch gut mit Semedo und Cillessen. Deswegen kommt er auf jeden Fall in die aktive Mannschaft. Und dafür geht hier Strodig. Der geht. Weiter geht's mit dem nächsten Set. Der Müller. Bringt uns der Müller Glück? Oder wieder Non-Rare? Oh, aber ein seltener. Aber wirklich Glück kann man das ja nicht nennen. Innenverteidiger, ja, den wir nicht gebrauchen können. Ah, 83 Defensive ist gar nicht so schlecht. Aber passt auch überhaupt nicht ins Team. Orsic haben wir noch in der Dirk. Nehmen wir auf jeden Fall Orsic mit. Und für den Flügel können wir noch gut gebrauchen. Wir bräuchten eigentlich noch einen rechten Mittelfelder für den Untergeben ein. Wäre schön, wenn wir sowas auch noch ziehen würden. Raus. Bergmann. Wieder keine Wende, aber wieder ein seltener. Komm, jetzt mal was Geiles. Arnautovic. Arnautovic gefällt mir eigentlich. Ich habe auch schon mit dem gespielt. Der ist eigentlich gar nicht schlecht. Oh, wie viele Spieler, was ist denn hier los? Und wieder 1000 Münzen. Alter, EA gönnt ja richtig. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler. Alter. Jetzt haben wir wieder die Qual der Wahl. Was können wir denn daraus nehmen? Rincon sieht nicht schlecht aus. Arnautovic ist auch nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme Arnautovic. Arnautovic, der passt von der Chemie wieder nicht. Ja? Wir haben jetzt einen linken Mittel, aber wir können ihn auf rechts tun, deswegen nehmen wir ihn mit. Packen wir den auf rechts. Unser vorletztes Pack, wir machen jetzt noch 2 Stück, das vorletzte jetzt. Gucken, bislang immer seltene gehabt, also ein bisschen Packlack ist da, aber keine Wende und kaum rede ich davon, kommt ein Non-Rare-Spieler. Ich musste es ja sagen. 2 Silberspieler und nur Nikolic. Die Silberspieler sind auch alles andere als super. Also nehmen wir hier mal keinen mit. So, das allerletzte Pack, Premium Gold Set. Die allerletzte Möglichkeit, nur mal das Team krass zu verbessern. Mal schauen, ob wir was ziehen. Los geht's. Ja, Wände sind schon mal da. Sauber, im letzten Pack. Komm, jetzt was Geiles. Griezmann. Nein! Nein, wieso, EA? Mann, könnt ihr mich nicht einmal was gönnen? Quadrado haben wir, richtig geil.
Ach, ey, jetzt haben wir zwei geile Spieler in einem Pack. Ja, geil. Geiles System, habe ich mir daraus gedacht. Geil. Fuck. Den nehmen wir denn jetzt? Gamedo für den. Das ist einfach überragend. Aber wen hatten wir jetzt nochmal als Stürmer? War zwei, ne? Ja, dann ist Gamedo auch nicht wirklich besser. Dann nehmen wir Cuadrado. Haben wir einen für die rechte Seite. Muss Arnautovic doch wahrscheinlich weichen. Aber so ist das dann halt, ne? Spielen wir halt mit Cuadrado rechts. Ja, liebe Freunde, das waren die Packs. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal die Mannschaft, wie die aussieht, wenn sie jetzt fertig ist. So, liebe Freunde, das Team ist fertig. Wir haben jetzt Batshuayi, unser roter Batshuayi im Sturm. Linkes Mittelfeld, linker Verteidiger, Innenverteidiger, Matthäus und der ZOM sind geblieben. Rechts hat sich was getan. Cuadrado ist neu, Semedo ist neu. Alvaro González, Soberón ist neu und Cinesen ist auch neu. Zudem haben wir noch auf der Bank neu mit dabei, sozusagen Dos Santos, Gabbiadini und Arnautovic als Einwechselspieler, die vielleicht nochmal ein bisschen Gas geben können. Und mit diesem Spiel werden wir auch die Weekend League, also nicht mit diesem Spiel, mit diesem Team, werden wir auch die Weekend League spielen. Also das wird nicht einfach. Das auf keinen Fall. Aber ich bin mal gespannt. Es ist eine Herausforderung. Mal schauen, wie viel wir schaffen können. Leider hat natürlich hier von der Chemie her alles nicht wirklich passend. Das ist wirklich bitter. Aber so ist das halt. Wir werden es probieren, wie weit wir mit diesem Team kommen. Und 18 Siege wäre schon nice. Und das war's mit dem Pack Opening und mit der weiteren Folge Pack to Glory. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen da. Wenn ihr die ganze Serie sehen wollt, dann einfach gleich unten rechts, also beziehungsweise hier über mir, also da hier irgendwo, über mir, gleich aufs Video. Da kommt ihr dann zur kompletten Playlist der Pack to Glory Serie. Dann seht ihr auch, wie das Team entstanden ist. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns in einer der nächsten Folgen. Bis dann. Tschüss.